Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Online. Beim letzten Mal Pokémon Folge 54 sind wir in die Siegestraße eingezogen. Und nun schauen wir uns unsere Siegestraßeneinträge an und bestaunen unser wunderbares Team. Trainername war Cloud, ergänzen wir ihn, und Nazgul, auch wenn Nazgul unser Rivale war. Information: Wir sind die einzig wahren Champions der Pokémon-Liga. Immer schön das Axonk nicht, den Axonk nicht vergessen. Nachricht bei Sieg: Ihr seid alles Luschen. Nachricht bei Niederlage: Wir verlieren nie. Unentschieden gibt es nicht. Yes, we are the champions. Schauen wir uns unser Team an. Und es ist nicht irgendein Team, es ist ein Ampharos, was nur so stark ist, weil es Hulk Hogan heißt. Und es ist nicht irgendein Galoppa, es ist das Galoppa. Es ist nämlich Twilight. Es ist nicht irgendein Quapuzzi, es ist das Quapuzzi, was dir ins Gesicht schlägt. Und natürlich, es ist nicht ein Indivier Lorblatt oder Meganie. Es ist das Indivier Lorblatt oder Meganie. Es ist der Harald. Der einzig wahre. Mittlerweile ohne Smileys und ohne Ausrufezeichen. Der einzig wahre Harald. Es ist nicht das X-Bad. Es ist auch nicht Batman, denn es ist weiblich. Es ist Batwoman. Und der King gegen Siegfried. Alle Dragoran sind durch seine Attacken gefallen. Er wird nicht gebootet, er wird rebootet. Es ist Rebooter. Ampharos, Level 45, männlich, mit Statik, mit Ladungsstoß, Donnerschlag, Ampelleuchter und Fokusstoß. Stärker und stärker und stärker. Es heißt Galoppa. Mit Flammenrad, Bodycheck, Stampfer und Feuersturm. Und es trägt die Holzkohle mit Stolz. Quapuzzi Level 40. Kann Kaskade, Surfer und Schaufler. Geheim. Power kann es auch. Denn Loser tragen niemals Zauberwasser. Da ist Harald, der absolute Champion, Level 42. Bei ihm tanzen die Blätter, wenn sie dich rasieren. Sein Schweif, der ist eisern. Und er ist noch stärker. Er trägt die Wundersaat mit ruhigem Wesen. Batwoman fliegt mit seinem Muskelband, Level 44. Du bekommst die Matschbombe ins Gesicht. Dann gibt's die Kehrtwende. Und es pflückt dir die Mütze weg. Ein letztes Pokémon haben wir noch. Es ist der King. Mit ewigem Eis. Level 43, Mamutell. Es lässt die Erde beben. Es gibt eine große Lawine, wenn es kommt. Also das Erdbeben löst die Lawine aus. Man kriegt einen Eissplitter ab, und wenn man irgendwann unter der Lawine geborgen wird, dann ist man nur noch antik, aber man hat noch Kraft. Das ist unser extrem starkes Team. Würdigen wir sie nochmal ausgiebig. Rebooter, Level 43, männlich, mit Schneemantel. Wir haben es sehr spät gefangen, vor dem 8. Orden erst. Wir haben es langwierig trainiert, als es noch ein kleines Ferkelchen war. Dann Keifel, unerwartet haben wir eine Herzschuppe bekommen, konnten Keifel weiterentwickeln, jetzt haben wir Mamutel gehabt und der hat gegen Siegfried richtig gerockt. Seine Werte sind übrigens original aus dem Spiel übernommen, also die habe ich jetzt so eingetragen. Batwoman, im Einheitstunnel gefangen als ein kleines schwaches Zubat Level 9.
Es hieß erst Batman, bis Nazgul mich darauf hinwies, dass es eigentlich Batwoman sein sollte, weil er weiblich ist, selbstverständlich. Ist mittlerweile Level 44, hat sich auf Level 26, hat sich Golbat zu X-Bat weiterentwickelt. Es war uns eine sehr, sehr große Hilfe in sehr, sehr vielen Kämpfen, vor allem, da es sehr schnell war. Außer dem Wesen, was den Angriff reduziert, war nicht so negativ. War trotzdem sehr stark. Wir haben es mit Muskelband ausgeglichen. Dann haben wir natürlich unser Starter-Pokémon, Harald. Was soll man sagen? Er ist so oft gestorben und immer wieder aufgestanden und hat am Ende seinen Mann gestanden und hat uns alle besiegt und hat die Gegner alle besiegt und hat uns Lügen gestraft, dass wir uns dachten, wir haben ein schwaches Starter-Pokémon, aber wir haben ein sehr, sehr starkes Start-Pokémon. Mittlerweile Level 42. Dann Quapsel, unerwartet gefangen, einmal auf sie auf dem Wasser gesurft waren. Wir haben mit ihm gar nicht mehr gerechnet gehabt, aber es hat gezeigt, dass es die Wahl richtig ist. Es hat sich weiterentwickelt, Quapuzzi hat mit Kaskade auch sehr, sehr viele Gegner umgehauen. Er hat uns sehr geholfen. Ich erinnere an den 7. Arena-Kampf, das Keifel von Norbert. Ohne Quapuzzi würden wir wahrscheinlich jetzt noch keine Champions sein. Wenn wir dann irgendwann einen Wasserstein bekommen, dann kriegt er auch sein so weit die letzte Entwicklung. Twilight Sparkle, Ponyta. Erst kurz vor der Siegestraße gefangen, als ein kleines, schwaches Ponyta Level 32. Auch wenn es immer solo ist, hat es sich sehr gut ins Team eingefügt. Wir haben es trainiert auf Level 40, wurde es Galopper. Und hat uns in der Pokémon-Liga sehr, sehr gute Dienste geleistet. Es ist das kürzeste Teammitglied, aber definitiv genauso in unserem Herzen wie jedes andere auch. Und dann bleibt noch eher der heimliche König von Nazgul und mir. Er ist der Champion. Als kleines Voltilam fing alles an. Doch es wurde stärker. Immer viel, viel stärker. Als Vati hat es gerockt. Und nun hat es alle erneut geschockt. Ein sehr, sehr starkes. Wir haben Ampharos von Anfang an gemocht. Es hat sich gelohnt, dass wir es trainiert haben. Es ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Es hat mit, ich glaube, kein Pokémon hat in der Pokéliga mehr Pokémon besiegt als Ampharos mit Ladungsstoß. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses ganze Team. Und wir arbeiten dran, dass es in Kanto weitergeht. Mit diesem Team eventuell ein bisschen abgewandelt. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Es war auf jeden Fall mein Fehler, dass ich am Anfang der ersten Folge nicht den Spielstand davor gelöscht habe, sondern einfach losgespielt habe, weil ich das gar nicht im Hinterkopf hatte. Wir hatten es nicht im Hinterkopf, wir konnten es nicht wissen, aber wir sind definitiv Champion. Und damit entlasse ich euch in dieses Lied, ohne dass ich es durch Gesang versaue. Besonders großer Dank geht natürlich an meinen Co-Kommentator, an Nazgul. Er hat sehr viel mitgemacht, er hat mir sehr viel geholfen. Er gibt sich sogar die Mühe, weil er das Spiel so sehr mag, dass er nochmal neu von vorne anfängt, um bis zu diesem Zeitpunkt zu kommen, um dann weiterzumachen. Eigentlich sensationell für diese Arbeit, kann man ihm nicht genug danken. Ja, Nazgul, als Rivale angefangen, in der Siegestraße vernichtend geschlagen und dennoch. Nazgul, das für dich. Und das ist für mich. Ich habe die Pokéliga gerockt. Willi war kein Gegner. Koga war kein Gegner. Bruno war kein Gegner. Melanie war keine Gegnerin. Siegfried war kein Gegner. Ich bin der Champion. Ich bin am Fighting till the end.
I am the champion. I am the champion. Vielen Dank auch an Queen für dieses schöne Lied. Of the Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf bald.